Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Outlast Whistle Blower. Im letzten Part waren wir auf dem Dachboden angekommen. Wir sind auf einem ominösen Dachboden, wo Leute denken, wir sind Ratten. Toll. Eine Batterie. Der Part fängt gut an. Sehr schön. Ja. Sportgeräte. Ups. Da muss ich die Batterie auch gleich wieder verwenden. Toll. Wahnsinn. Sie war noch so jung. Na klar, diesen Schrank soll ich jetzt schieben, oder was? Aha. Ha. Ha. Ihr dachtet, ihr könntet das vor mir verstecken? Also bitte. Nein, alles gut. Patient Dennis. Dr. Ford. An diesem Nachmittag habe ich ein weiteres Interview mit Ihrem Patienten Dennis durchgeführt und ich stimme Ihren Verdacht zu. Innerhalb des 40-minütigen Interviews hatte ich reichhaltigen Kontakt mit allen vieren von Dennis' Persönlichkeiten. Soweit ich das einschätzen kann, handelt es sich um zwei Brüder, den Vater und den Großvater. Zwei scheinen sich hauptsächlich um eine Art lebensbedrohliche Flut zu sorgen, auch wenn es nicht erkenntlich war, ob dieses Ereignis schon stattgefunden hat oder es unmittelbar bevorsteht. Die Klarheit seiner Wahnvorstellungen und die performative Ausdrucksweise seiner Persönlichkeiten lassen darauf schließen, dass es sich um eine Simulation handelt. Ich gehöre normalerweise zu den Fürstenborg-Verfechtern, den kategorischen Skeptikern von dissoziativer Persönlichkeitsstörung. In Dennis' Fall scheint es sich eindeutig um eine Erfindung eines aufmerksamkeitslosen Patienten zu handeln, der eher Symptome von extremem Narzissmus und einer Zwangsneurose aufweist. Setzen Sie die Schocktherapie also bitte fort. Hochachtungsvoll, der Wolf, Dr. Wolf. Ran. Ja. Das finde ich gut. Ist das zufälligerweise dieser Typ, der hier uns sagt, wir sind Ratten? Ist das der? Dass der sich die ganze Zeit mit seiner Stimme verstellt hier? Ich glaube das. Also das würde ich jetzt daraus schließen. Gehen wir weiter, als wäre nie etwas gewesen. Hier ist ja niemand, der uns umbringt. Wir müssen ja weiter. Das ist ja der Witz. Da geht's weiter. Hier nicht. Ich dachte, da wäre was Tolles, was ich verpassen könnte. La. 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 Da ist ein Leck, das ist auf uns runter. Was? Ich glaube, er ist hinter mir. Ich glaube, er ist hinter mir gewesen. Ihr habt keinen Eindringling. Also du. Ruhig, du Wahnsinniger. Oh, da kann ich nicht lang. Habe ich so festgestellt. Pisst auf uns herunter. Das sind so Sachen, die nur eine darf. Aber was? Jumpscare? Ich vermisse Jumpscares. Ich glaube, das hätte ich nicht sagen sollen. Oder? Wo soll ich denn lang? Ach so. Hier hoch oder was? Das sieht sehr richtig aus. Was?
What do you think? Oh! Da ist er. Oh, hallo Dennis. Was hast du denn da für ein großes Messer? Warte mal, Dennis, warte mal. Warte mal, was ist denn das für ein Weg hier? Was ist denn das für ein toller Weg? Dennis! Dennis! Geh weg! Ich mag dich nicht. Geh weg. Oh, eine Tür. Wow! Dennis! Wow! Dennis! Wow! Oh! Ich weiß gar nicht, wo ich langlaufe. Ich weiß es echt nicht. Hilfe! Dennis! Er wird mich kriegen. Kamera? Ist das dein Ernst? Warte mal, Dennis, ich muss die Kamera aufladen. Hilfe, ich hänge! Ich hänge! Ich hang an der Ecke fest. What do you think? Yeah. Oh, he'll do. Wait, for once we agree. Aha. Es gibt also zwei Wege, die nach oben führen. Ach, ich muss nur hier hoch, wirklich jetzt spielen. Oh Gott. Aua. Was? Give him other flesh, and he spares ours. Fucking idiot. He delivered his own self to Gluskin's hell. Nein, habe ich nicht. Habe ich nicht. Ich bin nur. Ich wollte nur Flucht. Hallo? Ich habe mich selbst ausgeliefert. Was? Was passiert? Wo ist die Treppe hin? Hey, warum? Oh Gott. Bitte speicher. Ich hätte niemals erwartet, dass ich mal sage, bitte speicher. Das war also der Dennis. Was ist das? Eine neue Hülle. Der Körper eines Mannes. Was? Das war ein Mann? Oh Gott. Verunstaltet und verbogen, um den Moment der Geburt darzustellen. Oder zu verhöhnen. Das ist etwas, was kein Mensch sehen kann, ohne sich einer irreparablen Weise zu verändern. Jo. Ich war bei dir, als unsere beiden Söhne geboren wurden, Lisa. Bis vor kurzem war es das Wunderbarste, was ich je gesehen hatte. Absolut außerhalb aller glaubhaften Überzeugungen und dennoch wurde es irgendwie zum Zentrum dessen, was ich seitdem glaube. Du hast immer gesagt, ich wäre zu wortwörtlich, hast versucht, alles in ein Wenn-Dann umzuwandeln. If? In der letzten Zeit habe ich meinen Horizont erweitert.
Wie kann es Dinge, die ich gesehen habe, überhaupt geben? Aber ich kenne die Antwort. Geld, Profit, Dinge wurden erschaffen. Einfach weil wir es konnten. Ja. Ja. Gehen wir mal darauf zu. Also, wer macht denn sowas? Das könnt ihr mir nicht erzählen. Was ist mit den Entwicklern los? Nee, ich hab dich gesehen. Oh nee. Ich hab den laufen gesehen, ja. Was sind denn das für Entwickler hier? Was ist mit euch los? Wie kommt man auf sowas? Wie? Nein. Eine Lampe. Wie eklig. Was? Ich hang am Stuhl fest. Schön, hä? Nee. Ich habe schon Schlimmeres erlebt. Nein. hallo? Typ, der hier langgelaufen sind? Bist du da? Da soll ich jetzt durch, oder was? Schnell! 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 Schnell da durch! Komm! Nö! Gott. Wo ist er hin? Ja, du hast mir sehr Angst gemacht. Warte mal, ist das nicht der Typ, der an die Wand gesprungen ist, so ganz am Anfang? Der da der Erste war, der da irgendwie für den morphogenetischen Antrieb gemacht wurde? Oh nein, oh nein! Wer ist das wirklich? Ich erkenne ihn. Hilfe! Warte, ich war das nicht. Das waren andere. Hilfe! Lass die Treppe runter! Hier ist ein Wahnsinniger! Oh, eine Tür. Oh, eine Tür. Kann ich bitte die Tür zumachen? Danke. Warum lasst ihr die Treppe nicht runter? Oh Gott, da geht's weiter oder was? Warum ich? Ich bin hier nicht. Ich schieb nur einen Schrank. Du kannst aber schön singen. Wo mache ich hier lang? Ich weiß es nicht. Ah! Ist er überhaupt hinter mir her? Muss ich überhaupt laufen? Komm. Darling! Nein! Ich bin nicht dein Darling. Geh weg. Ich bin nicht dein Darling. Das willst du nicht. Ja! Komm! Oh Gott! Oh
So ein bisschen. Vielleicht? Nein! Was hat er vor? Ein Weg? Hallo, ein Weg. Can we continue? Ich habe nur noch 3 Batterien. Wie soll ich das denn überleben? Ja, aber ich würde sagen, wir machen wirklich im nächsten Part weiter. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schaltet wir ein. Daumen hoch, wenn es gefallen hat, und eine Meinung in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin.